Willkommen zu Let's Play Lego Star Wars Das Erwachen der Macht auf meinem Android-Gerät. Bring Poe zum Transportschiff. Alles klar, das machen wir jetzt. Ja, ich kann leider den Sturmtruppler nicht spielen, aber schauen wir mal. Machen Sie mit der Konsole den Transporter-Start klar. Speed. So, ich habe jetzt hier gerade schnell alles kaputt gemacht. Da sind sie. Wie sieht er aus? So, wir müssen jetzt hier dieselbe Farbe von dem Sturmtruppler machen. Und dann können wir loslegen. So. Kapitel 2. From Finalisa. Nach seiner Festnahme durch Kylo Ren auf dem Wüstenplaneten Jakku findet sich Poe Dameron in der Obhut eines ungewöhnlichen Retters. Auch der Sturmtruppler FN-2187 möchte der skrupellosen Erste Ordnung entkommen. Wenn die Galaxie jemals von der Tyrannei der Ersten Ordnung befreit werden soll, müssen die beiden die halt vor dem Flucht vom Schiff Kylo Rens Sternzerstörer wagen. Sie ist in einem Droiden, eine BB-Einheit. Nun gut, wenn auf Jakku haben wir ihn bald, erledigen Sie das. Hör gut zu, wenn du das tust, was ich dir jetzt sage, bringe ich dich hier raus. Kannst du tief weiter fliegen? Was? Ich will dich retten, hilf dir zu entkommen. Okay, bleib ganz ruhig, nur ruhig bleiben. Ich bin ruhig, ich rede mit mir selbst. Hast du einen Plan, außer ruhig zu bleiben? Ja, erstens, wir erreichen diesen Tierjäger, zweitens, uns passiert nichts unterwegs. Wir müssen all diese Schächte wieder öffnen, die wir gestern versiegelt haben. Warum? Sie wissen schon, dass der Todesstern durch einen offenstehenden Abwärmeschacht zerstört wurde, oder? Wie sich herausstellte, führt es zu einem Rückstau der Abfallbeseitigungssysteme, wenn man sie alle abdichtet und dann explodiert alles. Wer hätte das gedacht? Weißt du, ich glaube dir, wir hätten das tun sollen. So, nehmen wir jetzt hier den Poe und laufen mal da durch, weil die Sache kann man nicht zerstören. Ja, noch nach der Hinde. Schauen wir mal, was es da hinten noch gibt. Ich hoffe, dass es da noch wieder eine blaue Münze gibt. Das würde mich echt freuen. Oh, cool. So, dann laufen wir noch weiter. Da hinten. Ja, genau. Da. Jetzt nach unten. Schauen wir mal, was es da unten gibt. Ah, cool, der Fäden befreit uns gleich. Jetzt können wir mal hier alles kaputt schießen und die ganze Münze mitnehmen. Und Feuer, Feuer, jawohl. So, ah, da drüber haben wir noch ein Silberne vergessen. So, jetzt müssen wir eigentlich nur gegen das dagegen laufen. Gegen das Teil. Und dann schiebt es sich so. Schaut. Ja. Ey, Finn, du könntest auch mitkommen. Ich mache hier nicht alles allein. Du willst ja auch hier weg. Und hopp. Dann schieben wir es noch hier geradeaus. So. Das müssen wir jetzt, glaube ich, zusammenschieben. Fass mal mit an. So, sammeln wir hier noch. Jawohl. Gehen wir mal nach da drüben. So. Bum, bum. So. So. Jetzt müssen wir hier die Plattform reparieren. Komm jetzt. So.
So, mit dem Lift können wir jetzt nach oben fahren. Nehmen wir hier noch die Münzen mit. Hop, Kompo, hop. Wir müssen zur Ablenkung sorgen, um den Tierjäger zu erreichen. Keine Sorge, ich habe einen Plan. Wir benutzen diesen Speeder. Wir brauchen einen Protokolldruiden. Ah, und da kommen wir auch schon. Ich glaube, den müssen wir irgendwie rekrutieren. Wir müssen irgendwie diese Lücke überbrücken. Protokollrüden sind nicht gerade sportlich. So, dann machen wir das hier kaputt. Jawohl, Münze. Feuer, Freude. So, schauen wir gerade mal, was man da vorne noch machen kann. Ja, mei. Neben dem Speeder gibt es nämlich auch noch ein paar Münzen. Ah, dafür brauchen wir jetzt einen Protokolldruide, den wir jetzt hier gleich rekrutieren oder so. So, schauen wir mal. Ich glaube da vorne. Ja, genau. Da haben wir es. Ziehen, ziehen, ziehen und geschafft. Ah, dahinter hat jetzt auch noch so eine Art Lager aufgemacht. Da gibt es noch ein paar Münzen. Hopp. So, dann nehmen wir die jetzt auch noch mit. Ah, zum Uploaden kann ich euch sagen. Wie kann ich euch helfen, Sir? Also zum Uploaden kann ich sagen, ich bringe jetzt fast jeden Tag. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, jeden Tag. Ah, cool, Variety. Also, jeden Tag kommt es eine Folge um 16:30. Die tue ich also einen Tag vorher produziere, damit ich, falls ich mal keine Zeit habe, an dem Tag doch noch eine Folge aufnehmen kann und die dann ersatzweise für den nächsten Tag wieder an dem Tag machen kann. Also, dann gehen wir mal nach da vorne. Da holen wir jetzt gerade den R3PO, heißt er. Und mache das mal, das Rätsel hier. Also wir müssen uns die Reihenfolge jetzt hier merken von der Farbe und es dann so eingeben. Ich habe jetzt einen Cut gemacht, das habt ihr glaube ich nicht gemerkt, aber ich habe das vorher gar nicht verstanden. So. Prozess wird gestartet. So, da aktiviert es jetzt. Eindringlinge im Hangar, alle Einheiten auf ihren Positionen. Du weißt schon, dass wir ihre Aufmerksamkeit von uns ablenken wollten, ja? Jetzt wird erst einmal rumgeballert. Die blöde erste Ordnungstruppler kaputt, die Blödmänner. So, dann habe ich jetzt gerade hier voll verprügelt. Den nehmen wir noch mit. Ah, die sind so nervig. Schauen wir mal nach der Hinde, ob es da noch irgendeine Verstärkung oder so gibt. Lassen Sie nicht entkommen. Alle Tierjäger wurden bereit erklärt. Wir müssen in diesen Kontrollraum und den Tierjäger entriegeln. Ah, da brauchen wir jetzt den Chewie, dann gibt es ja bestimmt den Minikit oder so. So, dann bauen wir das jetzt mal auf. Das linke ist das richtige. So, aktivieren wir es mal. Hopp, komm. Okay, das hat schon mal nicht geklappt. Bauen wir jetzt hier das. Hopp, komm. Aha, jetzt komm. Hopp. Ah, wir müssen jetzt darüber hopsen, glaube ich. Ja, hopp. Ah, dann schleichen wir so rum. Dann müssen wir hier hoch hopsen. Hopp. Ah, jetzt können wir mit der Maschine das irgendwie runter machen oder so. Wir müssen es wieder kaputt machen, aufbauen. Nicht Ziele. Jetzt. Ja, das bin der Blödmann hier. Kriegt jetzt einen aufs Maul. Bäm. So. Haltet sie auf! Können wir nur noch das hier hochbauen. Eine andere Möglichkeit gibt es jetzt nicht mehr, da wir es ja kaputt gemacht haben. Schießen. Ah,
Der nervt. So. Tschüss. Jawohl. Wechseln wir mal zum Paul. Feuer, Feuer. Jawohl. Jetzt noch der Truppe. Ach, jetzt habe ich sie nicht gerade erschossen. Blöd, Männer. Hopp, komm, Finn. Jawohl. So. Hätte mir die zwei Säge jetzt auch erledigt. Ja, jetzt. Jawohl. So, dann machen wir hier wieder den. Ja, genau, rot. Ich hätte vielleicht die andere Sache zerstöre, sondern egal. Der Tierjäger wurde entsperrt. Gehen wir. Und somit endet die vierte Folge von Let's Play Star Wars Das Erwachen der Macht. So. 33.100 Stunts. FN 2187 und Depot als Gefangener haben wir freigeschaltet. Also, wir sehen uns bei den Videos vielleicht. Ciao.